Also der Lockdown ist zurzeit ein Begriff geworden. Er beschreibt einen Zustand, der das kulturelle, wirtschaftliche und soziale Leben auf ein Minimum beschränkt. Bisher war dieser Begriff lokal verstanden worden, zum Beispiel beim Abriegeln von Arealen, bei lokalen Notsituationen. Heute ist dieser Begriff weltweit und hat zeitweise das öffentliche Leben weitestgehend lahmgelegt. Schulen, Hochschulen, Theater, Bibliotheken, Fußballstadien, Kaufhäuser und so weiter wurden geschlossen. Millionen Menschen wurden auf Kurzarbeit gesetzt. Wie kam es dazu? Im Frühjahr 2020 kündigte sich eine Wirtschaftskrise, deren Ausmaß die Krise von 2008 übertreffen würde. Die nicht zu aufzuhaltende Digitalisierung warf ihre Schatten voraus. Man rechnete mit Arbeitslosigkeit und nicht die Arbeit Grundeinkommen und als eine Möglichkeit diskutiert, diesen Abschluss abzuwenden. Dann tauchte Corona. Ein Virus, das alles verändern sollte. In dem Maß, wie dieses Virus sich ausbreitete, wie schnell eine sicher geglaubte gesellschaftliche Ordnung in ihrem grundlegenden Rechtssystem erschüttert wurde, erschreckte viele Menschen. Zumal sich zunehmend auch Zweifel und Misstrauen breitmachten. Heute erleben wir einen Schwebezustand, von dem keiner weiß, in welche Richtung er sich entwickeln wird. Nun schwebt das Gespenst eines neuen Lockdowns über Regionen und Ländern. Der Vorstand der Fachgruppe Bildende Kunst rief ihre Mitglieder auf, sich mit dem Thema zu befassen und die Ergebnisse in einer Ausstellung zusammenzustellen. Wir können heute diese Ausstellung eröffnen, wenn auch nur unter sehr begrenzter Öffentlichkeit. Soweit jetzt einige Gedanken von mir zum Thema. Ich weiß nicht, Barbara, sagst du jetzt noch was zur Ausstellung selber? Deswegen finde ich gerade wunderbar, dass welche gekommen sind heute. Und ich habe euch auch was aufgeschrieben jedes Jahr. Und zwar, normalerweise bin ich ein optimistischer Mensch. Und nach diesem Satz könnte ich auch schon enden, weil er alles beinhaltet. Wir sind hier und jeder von uns Künstlerinnen und Künstler verendet für sich im Stillen vermutlich diesen Satz, der mit einem Aber weitergeht. Aber, nachdem ich eben die Nachricht erhalten habe, die Kultureinrichtungen, für die ich als Honorarkraft arbeite, werden wieder für die nächsten Wochen schließen. Auftraggeber, die Honorarrechnungen seit dem Sommer verspätet und unregelmäßig begleichen, weil sie im Urlaub sind, weil sie krank sind, weil sie fest angestellt sind und nicht wissen,
wie es für Künstlerinnen und Künstler und all die anderen Kulturschaffenden ist, eben dies nicht zu sein. Weil Ausstellungsräume, Galerien, Museen, Theater, Opernhäuser, Buchmessen, ich könnte weitermachen mit Restaurants, Kneipen, Bars, alle Solo-Selbstständigen, Selbstständigen und so weiter und so weiter. Andreas Haltermann wünscht sich eine verbindliche Kommunikation und mehr soziale Nähe. Eine bessere, humanere Zivilisation nach dem Auftauchen aus dem Lockdown und der apokalyptischen Starre, wie er schreibt. Kommunikare. Das Verb kommunikare, communico, erste Person Singular, etwas gemeinsam machen, vereinigen, zusammenlegen, etwas mit jemandem teilen. Dann unser Freund Martin Schicht, das ist die Arbeit in der Vitrine, der sagte, aber nicht nur im Rahmen, dass die Bilder, die Arbeiten heißen Ikonodulen, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, das sind nämlich Bildersturm, Bilderzerstörung. Heißt das? Bedeutet das? Oder bezieht sich darauf? Aber nicht nur im Rahmen der Rassismusdebatte, ein Zitat, wurden Bilder gestürmt, sondern auch der Ausfall von Kultur und Kunst während des Lockdowns kam fast einer Bildvernichtung gleich. Für diejenigen, die Bilder sehen wollten, gab es fast keine Möglichkeit mehr zur Rezeption. Und diejenigen, die Bilder zeigen wollten, konnten dies auch nicht mehr realisieren. Gleichzeitig wurde die Existenz der Bilderhersteller immer fragiler. Zur Arbeit von Gerdi Sternberg. Die alten Leute sind besonders hart getroffen von Isolierung. Nicht nur durch den Lockdown, sondern auch durch die altersbedingten Erkrankungen. Der Lockdown verschärft die Isolation in ihr bereits stark eingeschränktes Leben. Einsamkeit, Angst, Depression, orientierungslos, ohne Hoffnung. Am Ende ihrer irdischen Lebenszeit und die Arbeit mit dem Baum, still, ruhig, geschützt, langweilig, in voller Pracht, stetig voranschreitende, natürliche Veränderungen in der Zeit, von Menschen mitgestaltet, als wäre nichts gewesen im Garten Eden, nichts zu sehen, auch nicht das Virus, schreibt Gerdi Sternberg über ihre Arbeit. Anne Ulrich ist da. Öffentlich verstummter Stillstand, lebenserhaltende Distanz, Grenzzug, innen, außen, Privatheit, Gemeinschaft. Ein sich betrachten durch Fensterglasbildschirm, näher digital gefiltert. Balissarini da hinten mit ihrer, das ist unsere Kollegin vom VS, die hat was Wunderbares geschrieben. Die Arbeit stellt einen während der noch andauernden Corona. Bei dieser Position geht es um konzeptionell um kontrastierende Dimensionen unseres Lebens, die durch die Pandemie deutlicher geworden sind. Dabei spielt die Idee der Unendlichkeit der Natur, der Insignifikanz des menschlichen Lebens gegenüber eine zentrale Rolle, die sich selbst als angehobene Art inszenierte Menschheit wird plötzlich aus ihrer zentralen Position in der Umwelt durch ein Virus deplatziert. Regine Kuschke, das ist die Arbeit Nachtgesänge hier vorne, zeigt die Innigkeit von Melancholie und Verlorenheit, häufig auf der Grenze zwischen Vernunft und Verzweiflung. Renate Altenrath hängt hinten mit ihren Zeichnungen über die Bäume. Selektiertes Sehen, rudimentales Sehen, das bisher Beachtete und Bekannte verblasst, wird zum unbeachteten Vordergrund. Neue Sichtweisen tun sich auf, was früher nur verschwommen oder gar nicht wahrgenommen wurde, drängt sich ins Bewusstsein und erhält so einen neuen Stellenwert. Heike Ruschmeier, hier vorne an der Wand,
Das, die Arbeit trägt den Titel Oktoberfest 1980. Ich weiß nicht, wer sich erinnert, es war ein rechtsextremer Terroranschlag am 26. September 1980. Explosion durch eine selbstgebaute Bombe, 13 Personen getötet, 221 verletzt, davon 68 schwer. Und ich habe Heike nochmal angerufen vorhin und habe gefragt, was sie sagen möchte. Und sie sagte, was soll ich sagen? Die Aservaten wurden vernichtet. Dieter Ruckhaberles Arbeit, ich muss ihn ja nicht vorstellen, den kennen ja alle. Der Feuerreiter, gemalt 2016 im Lazarus-Hospiz. Gestorben ist er im Mai 2018. Nochmal erzähle ich, dass der Dieter Ruckhaberle ja ein halbes Jahr im Hospiz war und einfach nicht sterben wollte, weil er gegen das Sterben angemalt hat. Nach einem halben Jahr haben sie ihn rausgeschmissen und dann ist er wieder auf den Künstlerhof zurückgekommen. Der hatte noch nie so eine gute Pflege wie im Hospiz. Das war wunderbar und er hat weitergemalt und weitergemalt. Und dieses Bild trägt den Titel, das sollten wir alle tun, das ist übrigens jetzt der Aufruf, immer weitermalen oder Kunst machen. Ausgewählt wurde das Bild von Heike Ruschmeier, der Kuratorin Dieter Ruckhaberles Werks. Sehr treffend bedenkt man die Verstorbenen während des ersten Lockdowns, die alleine und unbegleitet ihren letzten Weg gegangen sind, sowohl den irdischen als auch den zu ihrem Grab und auch im Gedenken an die vielen Angehörigen, die nicht Abschied nehmen konnten. So oder so, es ist, wie es ist. Dieser Lockdown, diese Pandemie wird unsere Gesellschaft verändern. So nachhaltig und gravierend, wie wir es jetzt noch gar nicht in der Gänze absehen können. Viele Existenzen werden zerstört, Wertigkeiten neu bemessen, Worte gebrochen und Worte gesprochen. Ich wünsche mir, dass die Kunstschaffenden wieder aus der Prekariatsasche auftauchen werden, dass das geschaffene Werk wieder ist, was es ist. Solange es den Menschen gibt, gibt es Kunst. Das Alter der Felsbilder in Europa beträgt 40.000 Jahre. Das Abbild eines Rindes in einer Höhle auf Borneo wird auf weit über 50.000 Jahre geschätzt. Ist Kunst folglich ein essentielles Bedürfnis des Menschen, ein systemrelevantes Bedürfnis des Menschen? Ich bin davon überzeugt. Kommunikabel. Ruhe, Aufnahme. Ruhe, Aufnahme. Danke. Ja gut, also, ja, was, wie soll ich anfangen? Also in dem Bild sind stichwortartig gegeben gesellschaftsverändernde oder einflussnehmende Geschichten, die seit ungefähr 100 Jahren aus der bildenden Kunst kommen, oft nicht so richtig wahrgenommen, aber sie wirken. Und in der Kunstformel Dada Lisi Fluxus Melodien sehen die Kunstdemokratie zum Gestaltungskapital und das müsste man jetzt im Einzelfall erstmal erklären. Aber LI steht für Lettristische Internationale, das war mal eine Jugendbewegung, die Situationistische Internationale, so eine Art Vorläufer gewesen von dem, was bei uns die 68er dann waren. Ne? Wir alle hatten ja, in gewisser Weise Revolutionsansprüche. Kunstdemokratie ist etwas Frisches, Neues. Und da muss man was draus werden und das Gestaltungskapital versucht sozusagen eine Verteilungsgerechtigkeit einen Beitrag zu liefern. Das stammt aus einer Serie, die sich Moments nennt und ist schon vor einigen Jahren entstanden und der Inhalt des Ganzen ist, dass ich Filmszenen ausgewählt habe, die ich dann malerisch bearbeitet habe. Und der Grundgedanke war immer, Szenen abzugreifen, die unberechenbar sind, die man nicht einschätzen kann und dessen Anfang und Ausgang man auch nicht kennt und letztendlich dem Betrachter überlassen bleibt, wie er dazu, welche Gefühle er dazu hat oder Gedanken. Das ist freigestellt und in diesem Sinne fand ich das auch interessant, zu diesem Thema Lockdown dieses Motiv einzubringen, weil ich da viele Berührungspunkte sehe zu dem Thema.
Also ich habe diesen Sommer des Lockdowns genutzt, mir Bilder anzusehen, weil die Museen waren offen. Ich war von daher in Colmar, Metz und dann in Ulm und in Dresden. Und ich wusste ja, dass ich neue Bilder machen musste für diese Ausstellung. Da habe ich mir natürlich gerade besondere Bilder angesehen, den Isenheimer Altar, der sich dadurch auszeichnet, dass er ein wirkliches Schwarz entwickelt, was man dabei erkennt. Es ist ein Grauschwarz. Es gab dann ein zweites Bild, was eine Hommage an den Isenheimer Altar von Matthias Grünwald war, von einem Franzosen, der ein Grün-Schwarz entwickelt, auch sehr massiv. Und insbesondere, das habe ich dann mir lange in Dresden angeguckt, Otto Dix. Und man muss sehen, Otto Dix, der Krieg, alle drei haben sozusagen Katastrophen dargestellt. Der eine tatsächlich die Pest, der andere hat genau das gleiche Thema gehabt, aber war aus dem Jahr 1964. Und der dritte Otto Dix, den Ersten und den Zweiten Weltkrieg, die er miteinander verbunden hat. Und von daher habe ich dieses Schwarz, was kein wirkliches Schwarz ist, verwandt. Und das hat mich sehr fasziniert. Und ich habe eine Serie von 4 Bildern dazu gemacht, nur zu diesem Thema. Und 2 hängen jetzt hier. Und ich finde, hier wirken sie sehr gut, weil sie zueinander passen und eine Einheit bilden, womit ich nicht gerechnet habe. Nun habe ich zu Hause kein Atelier. Also ich konnte sie, sehe sie eigentlich jetzt zum ersten Mal richtig. Und das finde ich sehr schön. Ich bin ganz froh, dass diese Ausstellung trotz dieser Bedingungen stattfinden kann. Danke. Okay. Ja. Ja, ich übernehme das Thema von meiner aktuellen Arbeit Communicare und ziehe das rüber auf die öffentlich-rechtlichen Medien, wo ich jetzt langsam finde, dass die mal ihren Auftrag ernst nehmen und die lokalen Support Your Local Artists machen, jedem eine große Offensive machen, die regionalen Künstler und Künstlerinnen unterstützen und nicht dauernd ihre Quiz-Sendungen und Krankenhausserien machen, sondern und auch nicht die großen Kultureinrichtungen wie Gropiusbau und Staatsoper, sondern mal die Künstler, die seit Jahren an ihrer Arbeit arbeiten und Projekträume, Kunsträume, Werkstätten, Galerien, die Künstler und Künstlerinnen, alle Kulturschaffende, auch Musiker und Schauspieler, dass die jetzt wirklich auch die Unterstützung der öffentlichen Medien haben. Und ja, support your local artist. Also das ist die Arbeit, die ich hier ausgesucht habe, die also sehr, sehr kahl ist, sehr, also es findet nicht viel drauf statt. Und die ist von 1991. Die habe ich also nicht gemacht, sondern ich habe sie rausgesucht. Die ist also schon so alt. Und der Zusammenhang ist, dass wir damals in Ostdeutschland in einer ähnlichen Situation gewesen sind. Dass also vieles plötzlich, was wir gewohnt waren, nicht mehr stattfand. Kulturhäuser wurden geschlossen, Theater wurden geschlossen, Galerien wurden geschlossen, Landappellatorien verschwanden. Also vieles, was im Leben der Menschen damals selbstverständlich war, brach weg. Und aus diesem Anlass war dann diese Arbeit entstanden, die eigentlich, reduziert gesagt, nur noch eine Hülle darstellt. Ne? Also man sieht zwar, dass da mal was gewesen ist, letztendlich ist es nur noch die Hülle. Und in so einer ähnlichen Situation sind wir ja heute wieder, dass eigentlich die Inhalte verschwinden und so eine Hülle eigentlich nur noch zeigt, ja, da war mal was, hier war mal ein Theater, hier war mal ein Orchester und das wurde auch mal gespielt. Momentan ist das ja letztendlich alles ausgeschaltet. So viel dazu. Das Bild gibt mir ein Gefühl von Unendlichkeit. Und wenn ich lese, ausgegrenzt ist der Mensch, tatsächlich. Das ist ja doch, wie wir uns wahrscheinlich meistens fühlen. Naja, kann auch ein Zettel hier dazu schreiben, wie ich mich fühle. Ja, ausgegrenzt.
Also meine Arbeit zeigt ein Fenster und einen Blick nach außen. Das ganze Motiv kommt von einer Ausgangsinstallation. Also ich habe eine Videoanimation auf einer Hausfassade projiziert. Und da ging es eben sehr viel auch darum, von innen und außen, was ist mein Innenweg und was ist außen. Wie kommt beides zusammen? Und ich fand jetzt für diese Ausstellung diese Arbeit passend, weil ich eben während dem Lockdown, das ja jetzt demnächst wieder losgeht, immer aus meinem Fenster gucke, die Autos sehe und dann manchmal den Eindruck habe, draußen tobt das Leben und ich sitze drin und bin im Homeoffice und arbeite und arbeite. Das ist eine etwas komische Situation, das Ganze. Und ja, das Umleben passt dann auch nicht immer so zu dem, wie es sein sollte. Also es ist ja sehr schwer im Homeoffice das Arbeitsleben, das Privatleben zu trennen und das wollte ich mit der Arbeit. Da rein. Eigentlich wollte ich mal ein anderes Bild zeigen, was sich mit dem Tod und dem Sterben beschäftigt. Dieses Bild ist so gruselig geworden, weil es einen Tod beschreibt, der noch nicht lange her ist. Steht bei mir auf dem Balkon im Regen und ich will es nicht reinholen, ich will es nicht ins Atelier tun. Deswegen habe ich mich für dieses Bild entschieden, weil ich habe immer das Thema Wasser und Unterwasser, Wasserlandschaften, Natur seit vielen, vielen Jahren. Und dieses Bild ist gemalt, ganz frisch, noch feucht, entstand in dem ersten Lockdown und ist so eine Essenz dessen, was ich eigentlich mache und soll die Fragilität dieses Systems zeigen. Des Wassers, der Natur und dieses Aufkeimen während des Lockdowns, weil wenn einer wirklich profitiert hat, dann die Natur. Fische in Venedig, plötzlich gute Luft, sogar in Berlin. Was wir gelernt haben ist, es gibt so viel, so eine große Bewegung mit den Fridays for Future, mit diesen Kindern, Jugendlichen, die das endlich in die Hand genommen haben, was wir verbockt haben. Dass einem klar wird, wenn man sich den Lockdown betrachtet, die Natur würde prima ohne uns zurechtkommen. Weil sobald es wieder hochgefahren wurde, alles kam auch, verschwanden die Fische und die gute Luft und es stinkt genau wie vorher und es ist sehr schwierig. Also ich vermute, die werden noch sehr lange warten müssen, die Fische, bis das mal... Ich denke, ein Einsehen ist nicht... in naher Zukunft zu erwarten, aber irgendwann wird es soweit sein.